Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension und zwar zu dem Buch Never Too Late von Morgan Mongomble. Das Buch habe ich vom Lux Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, also vielen lieben Dank für das Rezensionsexemplar. Und ja, das Buch ist ein zweiter Band, nämlich der erste, den habe ich, wo habe ich den denn stehen? Genau hier, das war Never Too Close. Und im zweiten Band geht es aber um andere Charaktere, also ich werde euch jetzt nicht über Inhalt oder sonst was spoilern, es geht nämlich um ja, die besten Freunde von denen aus Band 1. Es geht hier nämlich um Zoe und Jason. Ja, und Zoe und Jason haben einen One-Night-Stand und ja, ahnen nicht, dass sie sich nochmal begegnen würden, denn es war eine einmalige Sache und dabei soll es auch bleiben. Nur dann stehen sie sich ja ein paar Tage später wieder gegenüber, nämlich weil deren beste Freunde zusammenwohnen. Juppie, so ist das. Und ja, so ist es dann. Die beiden stehen sich wieder gegenüber und liefern sich den Schlagabtausch, den sie sich schon vorher geliefert haben. Und ich muss sagen, mir hat das Buch so, so gut gefallen. Ich mochte es richtig gerne. Mal davon abgesehen von dem One-Night-Stand, zu dem ich nicht zu viel sagen möchte, weil ich es absolut lustig fand, was dann danach darüber gesagt wurde. Das fand ich schon mal so erfrischend und ich mag Zoe und Jason total gerne. Ich finde es toll, wie die sich immer so ein Wortgefecht liefern und das war richtig erfrischend und hat Spaß gemacht zu lesen. Das Buch spielt genau parallel zu Never Too Close, was mich am Anfang so ein bisschen verwirrt hat, obwohl man das eigentlich schon vorher weiß, nur das Never Too Close ist schon ein bisschen länger her gewesen und deswegen hatte ich das nicht mehr ganz so präsent im Kopf. Es spielt auf jeden Fall parallel, was bedeutet, viele Szenen, die wir aus Never Too Close schon kennen, werden hier natürlich nochmal aufgegriffen. Aber es war nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich lese jetzt das zweite Mal die gleiche Geschichte. Also es war nicht zu viel parallel, es war am Anfang so ein bisschen, ich denke mal, um auch in die Geschichte hineinzufinden. Aber danach dann halt gar nicht mehr. Und ja, ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich fand das auch toll, dass man die anderen Charaktere wieder getroffen hat und nochmal mit von denen die Geschichte so ein bisschen durchlebt hat. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich auch unglaublich gerne mochte, ist, dass wir ein paar Kapitel haben, die aus Zoes Vergangenheit sind. Genau. Und die waren wirklich ziemlich, ziemlich krass. Ich fand Zoes Vergangenheit allgemein ziemlich heftig, teilweise echt verstörend. Aber ich fand die Kapitel wirklich, wirklich toll. Und ich muss sagen, ich fand Zoe als Protagonistin auch echt toll. Sie ist so stark, sie ist tough, aber hat trotzdem eine verletzliche Seite, hat trotzdem ihre Probleme. Und ich finde, das waren mal so ein bisschen andere Probleme, als man sie sonst in Büchern so kennt, vor allem in diesem New Adult Genre. Und das hat mir total gut gefallen. Und was ich noch mehr mochte, war Jason. Er ist so ein toller Kerl. Und es gab hier wirklich eine Stelle im Buch, da findet er etwas über Zoe heraus. Und ich fand einfach seine Reaktion darauf, ich fand die so toll und so, ja, die kam ohne Drama aus. Und ich fand das so klasse. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich fand Jason allgemein, er ist einfach so ein total liebevoller Kerl. Klar, er ist so ein bisschen arrogant, weil er natürlich gut aussieht, aber nicht dieses Bad Boy-mäßige, obwohl ich das ja auch total gerne mag. Aber so ist Jason halt nicht. Er ist fürsorglich, er ist liebevoll. Er macht halt alles für die Person, die er liebt und er macht auch alles für Zoe. Und ich fand das total toll und ja, ich mochte den Verlauf der Geschichte. Mir war auch zu keinem Punkt der Geschichte langweilig, selbst wenn es mal was Ruhigeres war oder so. Die beiden, die haben einen einfach unterhalten mit ihrer Art und Weise und ja, mit ihren Wortgefechten und allem. Und das war einfach so lustig und so cool. Und das Buch hatte so auf jeden Fall alles, was man sich so von so einem Buch wünscht. Es war humorvoll. Man hatte so ein paar Stellen, wo einem dann so schwer ums Herz wurde, weil Zoe wirklich eine grausame Vergangenheit hatte. Aber ich finde, sie ist einfach eine so vielfältige Protagonistin und das mochte ich echt gerne. Es war so teilweise, dass ich mir manchmal so gedacht habe, okay, komm, die hat schon echt jetzt so krasse Päckchen zu tragen, aber es hat mich keineswegs gestört. Im Gegenteil, ich fand einfach, wie das in dem Buch verarbeitet wurde, war richtig, richtig toll und ich fand einfach die beiden Protagonisten, die haben es mir angetan und es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, mich zwischen den beiden Büchern, also zwischen Band 1 und Band 2 zu entscheiden.
weil ich Band 1 auch schon eine super süße Geschichte fand und die war auch so toll. Aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich für Band 2 entscheiden, weil ich das einfach, dieses Gesamtpaket hat mir noch besser gefallen. Einfach mit ihrer Vergangenheit, mit der Art und Weise, wie Jason mit ihren Problemen umgeht und alles, was er sagt und tut. Er ist irgendwie schon so ein kleiner Romantiker, ohne es vielleicht absichtlich zu wollen oder ohne es zu wissen. Und das hat ihn einfach so unglaublich toll gemacht. Ich fand die wirklich klasse und es soll es auch schon gewesen sein. Ich kann euch diese Reihe auf jeden Fall empfehlen. Ich fand sie super toll, super niedliche New Adult-Geschichten, super schön für zwischendurch und ja, die Autorin ist dazu auch noch mega, mega sympathisch und echt niedlich und ich freue mich auf jeden Fall, weil von ihr war auch was Neues bei Lux erscheint und ich kann diese Bücher kaum erwarten, weil ich jetzt diese beiden fand ich wirklich klasse, haben mir sehr, sehr gut gefallen und ich kann sie euch nur empfehlen. Und es soll es auch schon gewesen sein. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht Never Too Close oder Never Too Late auch kennt und ob ihr es auch so gerne mögt, wie ich es mag. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!